Ach Mann. Oh, da wollen wir nicht hin, da ist ein Affe. Komm mit, Chlori. Ah. Auf dem nächsten anonymen Schweinetreffen. Das ist Gloria. Gloria legt gerne überall Häufchen und läuft an Türen vorbei. Queenie, also. Hallo Gloria, genau. Rachel, servus. Wer hat ja schon wieder? Also, oh, Gloria, immer muss ich hinter dir aufräumen. Ich brauche einen Schrank für Kacke. Hä? Achso, jetzt. Und ich brauche Thatch. Nicht gleich mal was sammeln gehen. Krebse wollen mich heute veräppeln, habe ich das Gefühl. Es wird Zeit für die Schweinepampers. Pupfarm leicht gemacht, ja. Also, oder ich muss was bauen, wo es direkt reinfällt. Das ist vielleicht auch noch eine Variante. Was fehlt mir denn hier? Holz. Na, Holz haben wir ja. Hat doch der Chris geholt. Genau. Und hat sogar einsortiert. Ich bin begeistert. Was soll das bitte heißen? Ja, irgendwelche Vorurteile oder wie? Gestern hast du es einfach noch in die Ramschkiste geschmissen. Ja und? Nee, das stimmt nicht. Entweder habe ich es direkt verbraucht oder. Also, was in der Ramschkiste lag, das war dein Schissen. Ja, okay. Nur, dass ich dort nie was reingelegt habe. Bist du jetzt? Oh, das reicht ja schon fast. Dann bauen wir hier mal noch ein Schränkchen hin. Raustappen und die Aufnahme beenden. So. Also die nicht den Stream, sondern die Aufnahme, die nebenbei lief. Okay. Umbero Tozzi Gloria, okay, sollen sie heißen. So habe ich das wohl verstanden. Nee, das ist das Lied. Ich mach nochmal den Moonwalk. Moment, so kommt das glaube ich besser. Ich schon brauche ich noch ja, machen wir erstmal die 5. So, halt weiter. Gibt noch halt.
Steine kommen wieder da rein. Warte, ich pack dir noch 63 Chitin in die Smithy. Brauchst du eigentlich nicht. Ja. Wir müssten auch unbedingt mal den anderen Smithy machen, weil... Ja, mach doch. Tu dir keinen Zwang an. Das nehmen wir hier raus. Das auch. Anunnaki Workbench. Skill nicht vergessen. Ja, mache ich gleich, Usus. Denke ich immer nicht dran. Was habe ich denn hier eigentlich? Elixier des Vergessens. Ja, das ist für uns nicht so sinnvoll, weil wir eh mehr Punkte haben, als wir brauchen. So, die bauen wir jetzt gleich. Das bauen wir. Okay. Ja, jetzt weiß ich auch, wie man den Drachen tämen kann. Da braucht man was Spezielles, oder? Brauchen wir denn hier Metal, Stone, Wood, Hide, Cementing Paste. Cementing Paste wird nicht reichen. Nehmen wir stark an, Onkel hat alles aufgebraucht. Du hast jetzt die letzte Zementpaste für den Bibersattel benutzt. 5 Stück haben wir noch. Können wir wieder was herstellen? Wird nur nicht annähernd reichen. Naja. Wo ist ein Argent Davis? Den wollte man nennen. Sari noch da? Moment, ich muss noch. Ne, die Argentavis. Achso, deine hieß Akrolinda. Meine müsste schon einen Namen haben, die hieß, glaube ich, Dörte. Ich habe schon mal einen Sattel gemacht. Okay. Mehr geht leider noch nicht. Ja, Chitin fehlt halt wahrscheinlich, ne? Jetzt gleich noch mal gucken, ob ich noch was holen kann, aber. So, die ersten. Ja. Gerade ist auch anders, aber. Die lassen sich halt nicht so ganz gerade setzen. Bitte was? Gerade setzen, ne? Ja, ja, Queenie Akrolinda, das hast du richtig gehört. Die Beete habe ich ein bisschen schief versetzt, aber das war jetzt halt nie anders möglich. So, es dauert jetzt halt ein bisschen, bis wir Dünger kriegen. Ja, genau, der Vorschlag kam von Evil Harry. So, ich möchte mir jetzt gerne noch ein Stego-Themen gehen. Ich habe doch noch Beete. Wieso hat es denn die jetzt nie angezeigt beim Setzen? Kann ich die denn noch setzen? Das sieht schlecht aus. Oh, das war ja erst recht schief, aber was soll's. Schief ist Englisch und Englisch ist modern. Bini, guck bei mir. Jetzt sofort. Nee, Usus, wir haben noch keinen Frosch. Den müssen wir uns noch besorgen. Der ist essentiell wichtig, um... Zementpaste herzustellen, sozusagen. Mit dem geht das übelst gut. Aber ich habe auch noch keinen Frosch gesehen, muss ich sagen. Aber ich habe auch das, das Dschungelbiom
nie Dschungel, sondern ja, ich sage jetzt mal, das Dschungelbiom war ich noch nie einfach. Und der Chris hat es, glaube ich, auch noch nie gefunden, oder? Doch. Ja. Ja, Weiß, wo es ist. dort müssten ja Vier Stück auf einen Streich. Frösche rumrennen. Sozusagen. Jetzt packe ich hier fest. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Jetzt. Wohin willst du? Ich will mit dem Stego-Themen gehen. Flieg hier mal links aus unserer Basis raus und guck mal, ob ich ihn finde. Er ist aber süßer. Die kleinen Knopfaugen. Guck mal, wie süß, Queenie. Twike, twike, twike. Upsa. Entschuldigung. Was hast du denn jetzt gemacht? Queenie geschlagen? Hab aus Versehen den Biber geschlagen. Apropos, achso, ich hab. Hat der Namen? Tree Flower, ja. Tree Es Flower. müssten Treeflower und Norbert sein. Norbert. Also. Das ist ein Biber. Guck mal. So, ein Urzeitbiber. Mach nochmal. Außen sieht man es besser. Nein, Biber, das war jetzt auszusehen. Den kann man auch leiden dann. Ich hatte doch letztens hier auf der Insel einen Stego gesehen. Wo ist denn der hin? Wurde der schon gefressen von irgendjemandem? Wahrscheinlich. Aber guck mal, hier ist wieder Höchstwahrscheinlich. so ein leuchtender Püppte. Ein Feuerpüppel, ja, aber. Welches Level hat er denn? 61, naja. Aber Vögel haben wir, also im Moment haben wir da eigentlich keinen Bedarf. Ich hole noch mal Holz. Ja, mach das. Steine könnten wir auch mal gebrauchen. Aber da. Ja, da weiß ich, wo die sind. Das Problem ist nur, da sind auch Drachen. Was, Steine? Steine gibt es doch überall. Nee, ich meine die Steinklopper. Ach so, okay, ja. Genau, Queenie, egal welche Schwierigkeitsstufe du spielst, unter 70 Wellness kommst du bei 7 Days to Die nicht. Das stimmt. Von Ja, daher entweder hat man schlimmer null kann es nie Wellness werden. oder. Entweder hat man dann null Wellness oder. Nee, geht ja nicht. 70 ist das Minimum, kommst du nicht runter. Ja, bei 7 Days to Die. Ja. Hier ist es ja wieder anders, der. Da ging gerade um 7 Days to Die. Immer so. So. Ich lese ja deinen Chat nicht, also daher. Nö, ist auch völlig in Ordnung. Und der backt hier so im Stein. Ich guck mal, ob ich den tämmen kann. Beziehungsweise wie lange das dauert. Ah, okay, den kann man so nicht tämmen, wie es aussieht. So, nee, jetzt wird er mir wehtun. Wer was? Ja, dieses große. Ich kann mir den Namen nicht merken. Wie heißen die Viecher denn? Die so aussehen, so ähnlich sind, aussehen wie ein Pronto, bloß mit Stachel. Ego? Ist ein Stego so groß wie ein Pronto? Ah, das ist ein Nö. Pronto? Ach, du meinst den ganz großen. Ja, das ist ein Pronto? Wieso hatten der so viele Stachel und wieso konnte ich den nicht tämen? Vielleicht ein besonderer Pronto? Nee, weiblicher Pronto steht bloß da. Aber der scheint nie überfüttern zu Themen zu gehen. Na, dann ist es ein besonderer. Hier steht nur wild weiblicher Prontosaurus Level 26. Wo bist du denn? Bei unserer Base gleich. Also nie weit weg. Von dort solltest du den Pronto sehen können. So ein Weiser. Ja. Stacheln auf dem Rücken. Ich werde mal versuchen zu tamen.
Ich werde mal betäuben. Mit was? Ich habe hier noch so ein paar. Ach, du hast ja noch meine Darts. Aber ich habe noch deswegen paar. Frage ich ja mit was. Hab noch paar Betäubungspfeile für die. Für die Dings. Oh, er rennt schon weg. Ich habe ihn da erst einmal getroffen. Einer war ja noch in der Waffe drin. Jetzt sollte ich mal rennen. Oh, vorbeischießen sollte ich allerdings nicht. Jetzt rennt er wieder weg. Komm, kipp um. Jawoll, ja. Mecho Berries wären besser. Wo ist denn Rübe? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nee, gestorben. Da kam gerade eine Meldung. Ja, komm. Geht nicht, scheiße. Entschuldigung. So, wir haben fast 20.000 Holz hier drin. Ich denke, das sollte ich mal schicken. Ja, 20.000 Holz, da kommen wir erstmal ein Stück hin. Was das ist? Rohrschachline? Rohrschachline? Ist das jetzt ein Namensvorschlag oder habe ich irgendwas verpasst, Queenie? Aber Schacheline wäre ein geiler Name. Ist auch geil. Ich wollte mir ein Stego-Themen und hab ein Pronto jetzt liegen. Das ist auch cool. Sicher, dass das ein Stego ist. Pronto. Ja. Ach, und war der Weise hier, okay. Ja. Auch der Dodo Rex bei dir in der Nähe. Ich höre schon wieder Kampfmusik. Ja, das ist der Dodo, der hinter dir ist. Hä? Ich sehe kein Dodo, kein Dodo, aber ich sehe... Auf der Anhöhe. Ich sehe ein Pronto-Ei. Rübchen, setz dich mal. Stimmt, wenn man sagt, hört sich es ähnlich an wie Jacqueline. Ach so, du meinst die Muster, die sehen aus wie so ein Rohrschachttest, ja. Du hast recht. So ein bisschen hat's was davon. Schön groß, so ein Pronto. Ja, ich glaube, Queenie und Rübe in Ark wollen wir alle sehen. Das haben wir ja schon festgestellt. Eins zum Steine kloppen, diesen mit dem Schwanz, mit der Keulenendung. Rage, noch nicht, weder ein Ankylo noch ein Dödisaurus oder Dödikorus oder wie auch immer der heißt. Ist aber in Planung. Aber Chris hat ja vorhin schon gesagt, dass er welche gesehen hat. Allerdings waren da Drachen ums Eck. Deswegen ist das natürlich noch ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen müssten wir ja dann auch wieder mit dem Schiff hinfahren, ne? Ist. Hm? Ja, du hast mir nie geantwortet. Was machst du hier unten? Achso, ist dein Vogel. Das ist mein Pronto. Du hast Kippel gemacht. Mhm. Bist du sicher, dass Carbonebis Kippel, Carbonebis Kippel auch für den Sinn? Mhm.
Vor allen Dingen, wie hast du jetzt Kibbel gemacht? Ich hab Kibbel gemacht. Ja, wir haben da aber noch gar keine Kartoffeln und Mais und so. Natürlich haben wir das schon. Da frage ich mich jetzt aber allerdings woher. Soll ich dir mal was Cooles zeigen? Ach, du hast diese Kippelmaschine gebaut oder was? Bist du hin? Ich stehe hinter dem Pronto. Rachel, ja, die Wölfe kann man zähmen und die kann man sogar ohne Sattel reiten. Hier bin ich. Ja, das ist ganz ehrlich, finde ich doof. Ja, ich nicht. Dann macht das Ganze, dann hätte ich auch kein Gartenhaus bauen müssen, weil dann müssen wir kein Zeug anpflanzen und. Mittlerweile sind es nicht mehr die größten, Ray J. Die größten sind mittlerweile die, mit denen ich den vor uns verwechselt habe, meines Erachtens. Aber ich komme nie auf den Namen von denen. Megalo, Dings, hau mich weg. Ja. Irgend sowas heißt der, aber ganz genau weiß ich es nicht. Blackfoot. Ah, warte mal, wie hieß denn der aus ein Land vor unserer Zeit? Da gab es doch so ein Baby-Pronto. Wie hieß denn der? Also Baby, ein jungen Pronto. Littlefoot. Was haltet ihr denn von Littlefoot? Queenie hat Blackfoot vorgeschlagen. Blackfoot, das ist ja der Schwarzfuß. Naja gut, wobei passt der, ist ja schwarz-weiß. Entschuldigung, dass ich alles so in Frage stelle. Müsst ihr jetzt mal entscheiden, ob wir Blackfoot machen oder Littlefoot. Und jetzt scheitert es gleich an meinen Englischkenntnissen, weil ich nicht mehr weiß, wie man Little schreibt. Nein. Das kriegen wir, glaube ich, gerade noch so hin. Pieke? Blackfoot, ne, Little Blackfoot finde ich wieder doof. Huch, hatte ich nicht gerade noch das Nameneingabefeld hier? Steht ja schon. Ja, ja. Ah, deswegen hier keine Dings sind, das wundert mich. Oh mein Gott, ich will jetzt sofort in einem Land vor unserer Zeit sehen und dann weinen wie ein Schlosshund. Ach, so traurig ist der doch gar nicht. Wenn man zurückspult, leben alle wieder. Ja, legt ja mal richtig auf. So, komm mal mit mir. Mal gucken, ob wir dir einen Sattel machen können. Cementing Paste. Eigentlich nicht, den gar nicht so weit weg. Ich wollte den ja eigentlich zum. Warum kriegst du den nicht in die Base? Nee, ich will den ja gar nicht in die Base. Eigentlich wollte ich mir ja einen Stego sammeln, um Satch und Bären zu sammeln. Jetzt habe ich mir den Pronto geholt. Ich glaube, den stelle ich hier oben auf dem Berg. Ah nee, den stelle ich nie da oben auf dem Berg ab. Was hat er denn eigentlich für ein Level? Nur Level 38 Grad noch. Ja, den kann ich sogar in die Base stellen, ohne das Tor aufzumachen. Oh, wir haben einen Skorpion in der Base. Finde ich nicht so gut. Oh. Oh. Geh ihn an. Ich bin doch dabei. So ein Badass. Ja. Oh, Rübe, du gehst mir auf den Senkel. So, jetzt ist er betäubt, jetzt kann ich ihn killen. Oder soll man zähmen? Ich weiß nicht, Spoiled Meat.
Boiled Meat habe ich im Kühlschrank. Hol ich. Wenn ich ihn betäubt habe, können wir noch zähmen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Queenie, fühlst du dich vernachlässigt? Warte mal, wo bist du? Ist das Queenie? Guck mal hier, Queenie. Ich knuddel dich ein bisschen. Huch. Ja, das gefällt dir, ne? Du liegst hier so rum, warte mal. Habe ich noch was zum... Hast du was im Inventar? Nee. Das sollte eigentlich reichen, um dich aufzuwecken. Ja, bist gleich wieder wach. Oh, wow, der geht aber auch schnell runter hier mit seinem Torpor. Naja, dann hau nochmal Narcotics oder so rein. Ja, ja, ich hab zufällig welche im Inventar. Ich weiß, was wir brauchen. Glaube ich. Moment. Noch nochmal Rohmetall. Da müssten in der Forge noch welche drin sein. Nee. Wenn er das erste Mal gefressen hat, entscheide ich dann, ob wir ihn zähmen oder töten. Nee. Ach, kommt er wieder an mit seinen Kippel hier. Ah, nee, brauchst du nie. Du, der hat jetzt immer Fleisch gegessen und ist über die Hälfte. Okay. Das passt. Brauche ich bloß die Betäubung jetzt ein bisschen oben halten, bis der nochmal Hunger kriegt und dann passt das schon. Aber die Betäubung steigt hier noch. Na, jetzt sinkt sie wieder. Hostie. Wo ist ein Littlefoot jetzt hier? Komm mal her, mein Freund. Achso, nee, bleib mal dort. Alles gut. Ah, was denn jetzt? Ah, oh, so ein kleiner Fuck-Drache hier. Ist gerade nicht wie die Hälsen. Ein kleiner? Ey, das ist ja ein normales Tier. Ah, nee, war ein Elite-Dimorphodon. Schon erledigt. Ja, habe ich schon erledigt. Mir ist bloß fast das Skorpion aufgewacht dabei. Meine Lieben, ich muss mich leider verabschieden. Habt noch ganz viel Spaß. Ja, schön, dass du da warst, Queenie. Schönen Abend wünsche ich dir noch. Ja. Und das nächste Mal sehen wir uns dann wieder bei dir. So, was haben wir denn jetzt hier? 8:30? Ich sollte mir wenigstens mal eine Pizza in den Ofen schmeißen. Ja, mach doch. Mhm. Mach ich auch gleich. Hält dich niemand von ab. Nö. Ja, Queenie, den Befehl gibt's bei mir leider nicht. Welchen? Liebe habe ich noch nicht gemacht. Bei uns gibt's noch was. Das ist ein schönes Sound. Muss ich mich noch drum kümmern, Queenie. Wie nennen wir denn das Skorpion? Es ist übrigens weiblich. Pixie, keine Ahnung. Die Sinn macht. Ja, wir senden dir ganz viel Liebe zurück, Queenie. Ja, ich lass mal den Namen noch offen. Liebe für Queenie. Bei mir geht das auch nicht. Bei mir gibt's auch keine Liebe, Queen. Was ist das denn? Hier ist ein bewusstloser Lystosaurus. Wo kommt denn der her? Das ist, glaube ich, einer von unseren. Nee, hat keinen Namen.
Ist auch nie. Kann ich nie auswählen. Das ist ein Wilder. Aber ich kann kein Futter reinhauen. So langsam wird das mit den Dinos ein bisschen unübersichtlich. Ja. Ja, früher oder später sollten wir uns dann mal für die Dinos, die eigentlich nur zum Eierlegen zum Beispiel da sind, ein Häuschen bauen, wo wir die reinstellen. Dienstwürdige Banausen sind wir, hallo? Liebenswürdige Banausen? Warum sind wir Banausen? Achso, weil wir keine Liebe im Chat haben. Sind wir Banausen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, kommt noch. Also bei mir kommt das bestimmt irgendwann noch. Wenn ich mal Zeit habe. Wenn wir mal Zeit haben. Genau, weil wir kein Liebesbefehl haben. Ist ja so, dass ich ja mit deinem Chat beschäftigt bin. Da kann ich mich ja nie auch noch um meinen Chat kümmern, Queenie. Komm mal mit, Skorpion. Stell dich mal ein bisschen weiter hier oben hin. Ja, mach's gut, Queenie. Tschö, Queenie. Mach's gut. Schlaf gut. Jo. So, das haben wir jetzt, das haben wir jetzt. Ja, dann bin ich mal noch mal ganz kurz weg, mach mal einen Ofen an und schaff noch ein bisschen Kaffee weg. Bis gleich. Bis gleich.